Sag mal, wie bist du denn damals zu Quantum Energy gekommen? Das war ein absoluter Zufall. Ich war in der gleichen Location wie du. Du weißt, damals hast du dein Haus gesucht, um nach Ibiza auszuwandern, und ich bin dort angekommen, um ein Yoga-Retreat mit 12 Teilnehmern zu machen. Und wir saßen nebeneinander am Pool und sind sofort ins Gespräch gekommen. Ich habe ein bisschen über mich erzählt, du ein bisschen über dich. Dann hast du mir dein Buch in die Hand gedrückt. Und dann habe ich mir gedacht, ich und Lesen, ich lese nicht so gern, ich höre lieber. Und ja, da habe ich ganz viel drüber gelernt. Ja, in der Tat habe ich in 2 Tagen dieses Buch reingeschlungen und habe gemerkt, das war genau das, was mir in meinem Leben noch gefehlt hat. Nach meinen ganzen Ausbildungen, nach meinem Studium, nach meiner Coaching-Ausbildung, Transformation, Yoga. Ich habe immer was gesucht, was das Ganze verbindet. Und dann durfte ich bei dir in 2012 mit einer der ersten Ausbildungen machen. Und das hat mich so geflasht, weil ich auch 25 Jahre sehr krank war mit meiner Essstörung und mich dadurch Kliniken geschleppt habe, Therapeuten und so weiter. Und ja, ich bin ein großes Stück weitergekommen durch diesen Weg. Und es hat dennoch nicht zu meiner Heilung geführt. Und das, was ich dann mit dir über mich und meinen Weg lernen, erleben durfte, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und das ist wow. Genau. Ja, und ich bin jetzt seit 7 Jahren symptomfrei. Also Süchte nimmt man ja immer mit in seinem Leben, die begleiten einen mehr oder weniger. Also das Suchtpotenzial ist runter, die Symptome sind weg und ja, und ich lebe und ich bin in meinem Leben angekommen und ich darf das endlich machen, was mich bewegt, was ich in die Welt tragen darf und ja, Wow. so ist das. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hast du tatsächlich mit Quantum Energy deine so, so lange und auch schon viel aufgearbeitete Essstörung heilen können? Absolut. Wow. Absolut. Also ich bin ja auch alle Wege durchgegangen. Ich durfte von der Magersucht in die Bulimie. Dann war ich mal absolut fresssüchtig, also Adipositas ohne Begleiterscheinung. Dann war ich wieder magersüchtig. Und am Ende war ich magersüchtig, bulimisch und habe wirklich. Ich bin mit dem Ziel, dass ich das ablege, ja, auf die Insel, habe bei dir nochmal die Ausbildung gemacht und es war weg. Wahnsinn. Wow, danke, danke, danke. Genau. Dafür, ja, dafür danke ich einfach dem lieben Gott oder dem Universum, wem auch immer, dass diese Arbeit auch zu mir gekommen ist, weil du bist ja nicht die Einzige, die solche Ergebnisse auch hervorbringt, aber das ist natürlich jetzt gerade mal irgendwas, gerade wenn du so lange schon auf der Suche gewesen bist, dass endlich eine Lösung kommt und dann bam, schlicht Quantum Energy so durch und bewirkt was und du lebst ja Quantum Energy heute auch, hast damit sogar noch ein neues Feld eröffnet. Das ist einfach so großartig und das ist einfach auch der Grund, warum ich diese Arbeit immer wieder in die Welt bringen muss. Also von daher danke, dass du dabei bist. Danke, dass du auch uns zum Teil begleitest und dass du einen Stützpunkt von Quantum Energy in der Nähe von München hast. Ja, danke, dass du in meinem Leben bist. Sehr, sehr gerne. Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch eine ganz tolle Zeit und ich freue mich, wenn wir uns dann ganz bald einmal wiedersehen. Das tun wir spätestens im Sommer. Stimmt, dann bist du wieder auf die Pizza. Ja! Okidoki, bis dahin, mach's gut, du Liebe. Ciao, ciao! Tschüss.